Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Total War Attila mit dem Sassanidenreich. Wir haben im letzten Part ebenfalls noch Edessa eingenommen, zwar ohne richtige Schlacht, aber immerhin, wir haben jetzt die gesamte Provinz hier. Die sogenannte Provinz. Nein, nicht krumme Schniedelwutz. Sondern Orsoene. Und mir ist eine Idee gekommen für den Namen. Wir ändern den doch nochmal um. Und zwar in arabische Krummschniedel. Kam mir gestern so die Idee, das war eigentlich ein cooler Name, habe ich mir gedacht. So. Was war diese Armee? Der idiotische Wüstensturm. Das ist ganz geil. Wir haben auch noch ein paar neue Namen dazu bekommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und von daher freue ich mich. Ich freue mich. So, folgendermaßen. Ich wollte hier noch eine Armee aufstellen, aber das kann ich erst in der nächsten Runde machen, weil das sehr viel Geld kostet. Und mein Spion ist unterwegs. Richtung Tosp. In die Tosp-Kana. So, wir erforschen momentan den Zivilisations-Tech-Tree und dann schauen wir uns mal an, wo wir hin das weitermachen. Und mehr können wir ja nicht machen, deswegen beenden wir die Runde und schauen, was passiert. Ich habe übrigens gestern mal eine Koop-Kampagne gespielt, die schon ziemlich lustig ist. Ich bin ganz froh, dass ich das Sassanidenreich genommen habe und darauf verzichtet habe, irgendwie mit den Goten oder einer anderen Fraktion, die den Status der Horde innehat, zu starten. Denn mir ist aufgefallen, Armenien kommt. Scheiße. Und wir haben eine blöde Armee. Sie haben sehr viel Kavallerie. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Schlacht vorrücken. Klickt hier auf den Pfeil entgegen zu marschieren. Ehe er eure Siedlung erreicht. Macht, glaube ich, wenig Sinn. Sie haben Bogenschützen. Wir haben dreimal Bogenschützen. Persische Bogenkrieger. Wir haben ein bisschen bessere Bogenschützen. Dafür haben sie persische Brigade. Wir haben nur diese Paigan-Schar. Die armenischen Speerträger. Einmal. Und dann noch persische Kundschafter. Das wird nichts, aber wir können versuchen, möglichst viel Schaden anzurichten. Und wir spielen das Gefecht in unserer Stadt. Wir werden eingenommen, aber wir haben ja noch Armeen dort oben. Und dann kriegt Armenien auf die Fresse. Um es mal ordentlich zu sagen. Es tut mir leid, falls es einigen Leuten hier nicht gefällt. Kacke, dass sie Bodenreiter haben. Aber na gut, können wir nichts machen. War eigentlich auch mehr oder weniger fast ein bisschen leichtgläubig, diese Stadt dort alleine zu lassen. Deswegen Armenien müssen wir unbedingt bekämpfen, weil die können jederzeit in unser Land einfallen. Die Gassaniden haben uns freundlicherweise den Friedensabkommen angeboten. Das fand ich ganz gut. Heißt, gegen Süden brauchen wir keine Angst zu haben. Wo war ich stehen geblieben? Achso, Koop Kampagne, denn ich habe mit den Westgoten gespielt, glaube ich, und wollte Richtung Norden marschieren, um dort an der Nordseeküste sozusagen zu kämpfen. Und das hat mir letztendlich nicht viel gebracht, weil ich unterwegs die ganze Zeit angegriffen wurde. Geil, sie kommen jetzt auch noch von zwei Seiten, super toll. Verbleibende Barrikaden. Auf welcher Seite ist denn der General? Hier glaube ich nicht, oder? Doch, hier ist der General. Mittlere Schockkavallerie. Ah. Oh. Das ist ganz geil. Aber wir haben leider nur eine davon. Ihr steht richtig gut, Jungs.
Macht das Sinn? Hier ist doch Bogenkavallerie, die kommen dann reingeritten. Ah, oh, das ist eine scheiß gegnerische Armee. Und wir haben leider auch scheiß Positionen hier. Denn wenn der Feind diese Stellung hier einnimmt. Von hier, sie können einfach hier hochmarschieren. Ach, das ist doch blöd hier. Das ist eine blöde Stadt. Eine blöde, blöde Stadt. Wer baut die so? So kann man die doch niemals verteidigen. Unsere Speere sind die euren. Ihr habt auch Speere. Ihr seid doch eher so richtige, sogar mittlere Speerinfanterie. Das gibt's ja gar nicht. Kommt man hier hoch? Ja, scheinbar, aber. Wir nehmen das mal nicht an. Den General stellen wir mal mit hier hinzu. Ah. Weiß nicht, ist das eine Position für Bogenschützen? Wir haben mit denen noch nie gespielt, so mit diesen, Defensivposition! Bleib wachsam! Defensivposition! Position halten! Die haben sie auf jeden Fall einen größeren Einflussradius. Kundschafter. Ach komm. Wir haben eh nichts zu verlieren. Oh, guck mal, jetzt auf einmal latschen hier die Leute längs. Ich würde sagen, ihr solltet mal lieber schleunigst verschwinden. Persische Heerbann. Gut, so beginnt es. Immerhin haben wir Türme und die können ordentlich was einrichten. Ach ja, wird spaßig. So, nun stellen wir hier die Kundschaft dahin. Das ist zwar keine gute Position für die, die können aber eventuell dann ein bisschen runterschießen. Und dann löppt das, ne? Scheiße, wenn sie diesen Turm einnehmen, dann greift er uns selber an. Position bin ich hier nicht zufrieden. Ach du Scheiße, da können die auch hoch. Oh, das ist ja noch beschissener. Sie versuchen unseren General zu töten. Der Feind hat uns erreicht. Er ist auf den Mauern. Ja, das kann sie ja gleich knicken hier. Hier sind ja so viele Eingänge irgendwie. Ach, und diese Blockaden reichen also nicht. Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Armenische Sperre! Armenische Sperre! Kommt, hier haut die Kavallerie da weg. Ich hau sie auch weg.
Ne, das ist Speerkampfinfanterie. Der sieht sogar momentan recht gut aus. Jawohl! Auch diese Armee hier. So, jetzt muss ich die Bogenschützen leider mit in den Nahkampf schicken, kurz. Was macht ihr jetzt hier? Die Männer haben die Flucht ergriffen. Was? Scheiße. Die Kavallerie da verreckt auch nicht. Da ist auch noch berittene Kavallerie. Ach du, also berittene Kavallerie. Hahaha, lustig. Also kurz vor einer Art Wendepunkt in dieser Schlacht. Und jetzt flüchtet auch die Kavallerie noch. Hallo, was könnt ihr die... Sieht immer noch halbwegs angemessen aus. Ja, geil. Der Feind verliert an Boden. Jawohl! Der Tag gehört euch! Wenn, dann wollen wir den noch ausbluten lassen, ja? Ach, ist das schön. Es hat funktioniert. Ich glaube es ja nicht. Ich hatte eigentlich mehr Angst, dass die... dass die Logik von dem Moralsystem ja einen Strich durch die Rechnung macht. Unsere Einheiten stehen von den Türmen selber unter Beschuss. Komm schon, die müsst ihr doch noch kriegen.
Ich will ja möglichst viele Einheiten des Feindes noch umbringen. Dafür wäre die Kavallerie prädestiniert gewesen. Aber war wohl nix. Ihr könnt stehen bleiben und euch ein bisschen ausruhen. Jetzt ist hier noch ein Windsturm unterwegs. Ein Sandsturm, Windsturm. Ich rede einen Schwachsinn heute. Ja, er läuft durchs Dickicht. Jawohl, knapper Sieg, Gefecht beenden. Immerhin, ah, ich bin so froh, dass das geklappt hat. 900 gegen 1260. Und wir haben 500 noch übrig und er hat 272. Triumph auf ganzer Linie, würde ich mal sagen. Knapp 1000 Mann hat er verloren. Ich muss mir selber auf die Schulter klopfen dafür. Also mache ich selten. Aber in dem Falle war auch ganz gut. Dafür, dass ich eigentlich nicht wusste, wo sie angreifen, in welcher Position, beziehungsweise dass ich die Begebenheiten der Stadt noch nicht so ganz verstanden hatte. War doch ganz nett. Sehr, sehr schön. Der Stich des Manticore gegen Garnisonsarmee. Und es war sogar noch eine Garnisonsarmee. Es war keine festgelegte Streitmacht, die da rumgesessen hat in diesem Gebiet. Was machen wir mit denen? Wir können die Krieger übernehmen. Verbessert die Einheitenverstärkung. Integrität möchte ich nicht. Oder Gefangene töten. Wir übernehmen sie. Das ist das Blöde. Ihre Armee steht noch, ist noch da. Ja, aber wir können ja dran arbeiten, die zu vernichten. Geil! Unser Marionettenstaat hat sich darum gekümmert. Die anderen Marionettenstaaten marschieren immer weiter. Munter weiter, munter weiter. Sehr, sehr cool. Die Pflicht ruft. Diese Streitkraft braucht eine Führung. Ah, jemand ist Agent entdeckt. Peros. Ist irgendjemand gestorben? Die Wachmänner. Ach so, politisch interessiert. Felsenfester Verteidiger, Meisterschütze. Oh, dann nehmen wir nochmal Shapur. Chogan-Turnier. Sehr, sehr geil. Wahrscheinlich durch die Schlacht jetzt. Militärpräsenz und Charaktere. Und sehr cool. Also ich bin gerade ein wenig happy darüber. Alle Menschen müssen dienen. Leisen Schrittes. Bereit zum Kampf. Ist das jetzt mein General, der bessere Streitmacht-Einstellung hat? War nicht die Militärtradition. Ja, das ist der mit der guten Armee. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Marsch! Tosp kann uns gehören. Da machen wir doch mal automatisch. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drum bangen. ...66 Mann verloren. Die Stadt gehört uns. Und wir können sie plündern und besetzen. Plündern wir sie. Jetzt, die Gebäude kosten aber unglaublich viel. Aber sie können uns was wieder leisten. Das ist ganz gut. Ah, ekelhaft. Wohlstand aus Gebäuden der Landwirtschaft, Wohlstand aus Handelsgebäuden. Landwirtschaft haben wir momentan noch eine ganze Menge. Die Gebäude bauen wir mal um.
und der Bau ist noch nicht möglich. Achso, ja, in der City waren wir ja. Oh, und der General oder die Truppe ist aufgestiegen. Die Truppe ist sogar aufgestiegen. Militärtradition können wir jetzt. Geschossreichweite plus 10%, Munition plus 4% oder Integrität. Machen wir Integrität dazu. Ist immer ganz gut, wobei die hier sowieso recht geil ist. Sehr verlässlich. Unterhaltskosten. Ah. Allerdings sind Bogenschützeneinheiten auch sehr geil. Ach komm, hier nehmen wir die Bogenschützen. Ah, Unterhaltskosten sind natürlich auch nicht schlecht, aber machen wir das so. Und der General ist auch aufgestiegen. Bewegungsreichweite, Angriffsbonus für Elefanten, kommandierte Streitkraft, moralische Ausbildung, Elefanten, Geschossschaden, moralische Ausbildung. Machen wir mal das. Und der ist ja schon ganz geil, der Typ, ne? Kümmern wir uns noch um die Nahkampfeinheiten dort. Gut, in Spahan wollten wir doch eine Armee ausheben. Boah, die kosten so unglaublich viel, die Leute jetzt hier. Anderer Hochadel. Da müssen wir mit der Armee noch warten. Das ist unglaublich. Neu ausbilden, 130. Gut. Können wir ja jetzt sogar noch was bauen. Irgendwo. Hier zum Beispiel. Ein Bauplatz. In welcher Stadt ist Persis? In Persis ist das. Gut, dann öffentliche Ordnung plus 1, sanitäre Anlagen. Wachstum plus 3, sehr gut. Bauen wir. Kümmern wir uns drum. Boah, da brauchen wir, müssen wir aber lange was machen. Haben wir eigentlich mehr Handelsgebäude? Nee, wir haben, glaube ich, mehr Gebäude, die sich darum kümmern, dass hier Landwirtschaft ist. Da ist ganz gut, wenn man Landwirtschaft ein bisschen pusht. Gut. Garnisonsdetails. Das ist die Garnisonsarmee. Tatsache, das ist die Garnisonsarmee. Du hast ja mal eine richtig starke Armee. Hier sind's gute Einheiten. Ein Mann hat viele Gesichter. Wie kann ich Persien dienen? So, gut, dann gehen wir noch einmal eine Runde weiter oder rekrutieren wir noch eine Einheit? Komm, rekrutieren wir noch eine Einheit und beenden die Runde. Und gleich kommt das Oströmische Reich hier reingeritten und dann ist aber zappenduster. Da warte ich ja immer noch drauf. Aber Armenien ist jetzt unser Hauptaugenmerk oder ist
Ein wichtiger Punkt. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag hegen. Oh, ihr wollt ein Friedensabkommen mit mir? Gebt mir 1500 dafür, nur dass ich euch in Ruhe lasse mit Armenien. Das ist doch ein ganz gutes Angebot. Dann müssen wir uns um Armenien jetzt erstmal nicht kümmern und können weiter gen Ostrom marschieren. Das ist doch alles ganz schön. Also die Fronten laufen immer weiter darauf zu, immer spitzer darauf zu, auf Ostrom. Da alle Leute um mich herum Angst vor mir haben und langsam ihre Angebote vorbringen. Oh! Versucht die Streitmacht etwa die Ghassaniden dort anzugreifen? Meine Marionettenstaaten gehen los. Söldnerkommandant, Staatsangelegenheit, das können wir uns ja mal gerne in diesem Menü hier angucken. Ein Söldnerkommandant auf der Durchreise bittet um eine Audienz. Wenn ihr Voraus zahlt, bittet er euch seine Loyalität und seine Schwerter. Ihn ignorieren, wir brauchen zu diesem Zeitpunkt keine Hilfe von Söldnern. Sein Angebot annehmen, seine Truppen könnten in der Zukunft von Nutzen sein. Und das Angebot ist gut. Um einen Rabatt bitten. Weitere Truppen sind immer willkommen. Vielleicht finden wir eine Übereinkunft. Wir nehmen sein Angebot an. Weiß zwar nicht, was es gekostet hat jetzt, aber ist ja auch wurscht. So, was wird passieren? Alter, die wäre ja richtig, richtig am Arsch, diese Stadt hier. Hätte ich mal sie lieber verbrannt. Wie kann ich Persien dienen? Woran liegt das? Instabilität, minus 1 pro Runde, ja gut. Was ist, wenn die Leute hier drin sind? Ist da die Instabilität... Sinkt die schneller? Nee. Ich würde gerne weiter gen Osten marschieren. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. In Bewegung. So, die Einheiten sind dorthin unterwegs. Das ist ganz geil. Das sind alles auch freundliche Leute dort. Ach ja. Stimmt, diese Stadt können wir mal umbauen. Was können wir hier noch bauen? Oh, ein Adligenanwesen. Bringt die öffentliche Ordnung aber sowas von auf Vordermann. Was sind hier noch so für Sachen? Nahrungsmittelknappheit in Armenien. Na toll! Beeinflusst das hier das auch hier, oder was? Boah. Nur weil die da nicht haushalten können, haben wir keine Nahrung in dieser Provinz. Das ist ja geil. Hätte ich tatsächlich mal abbrennen lassen sollen, diese Scheiß-Siedlung. Ach komm, ich glaube, auf Tosp können wir verzichten. Marschieren wir nach Armida und geben diese Region auf. Bringt 113 an Einkommen. Insgesamt, das ist nicht der Rede wert. Von daher lassen wir das mal. Agent entdeckt. Ist wieder mal entdeckt worden. Frieden verhandelt. Sehr gut. So, aber ich denke, das wäre es auch für diesen Part, meine lieben Leute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.